muss hier doch irgendwo sein. Suche Laboratorium. Kein Eintrag. Verdammt, aber es muss doch hier sein. Das kann nicht sein. Die Koordinaten stimmen doch. Suche Forschungsstation. Na also, ich wusste es. Wow, ich habe es gefunden. Ich möchte zu gerne wissen, wie lange hier niemand mehr gewesen ist. Hilfe! Ich bete darum, dass jemand meine letzte Nachricht empfängt. Ich muss mich infiziert haben. Ich weiß jetzt, wie das alles früher geschehen konnte. Mein Gott, ich bin so müde. Ob die Batterien die Übertragung noch geschafft haben? Die Substanz in dem Glaskolben, was war das nur? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Biolab. Auch wenn ihr neu auf dem Kanal seid, herzlich willkommen. Biolab ist ein Spiel, das schon etwas älter ist. Das ist von, ich muss hier gerade mal gucken, 2006. Und es ist ein Bio-Lernspiel. Also da bin ich mal gespannt, wie das hier funktionieren wird. Ich hatte mal Bio-LK, aber das ist auch schon wieder 2 Jahre her. Also mal sehen. Und die Tür ist hier, wie auch schon im Trailer, bei der Wissenschaftlerin hinter uns zugefallen. Es geht wohl nicht mehr raus. Und wir sind jetzt hier in so einer Art Innenhof. Und ich wollte gerade mal schauen, ob die... Ja, die Leiter können wir nach oben. Ich habe das Spiel schon mal gespielt, allerdings nicht bis ganz zum Ende. Und das ist auch schon wieder sehr lange her irgendwie. Also da war ich vielleicht in der 6. Klasse oder so und jetzt bin ich am Studieren. Also von daher... obwohl ich es schon mal gespielt habe, ich weiß nicht mehr wirklich viel davon. Schauen wir hier mal ins... Ah, okay, das können wir mitnehmen. Was ist das? Phosphorstäbe. Also wahrscheinlich sowas wie Streichhölzer oder so, okay. Und, ja, ihr seht hier, dass auch die Grafik vom Spiel ist eher was älter und wir bewegen uns durch Mausklicke fort und... Oh. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Das ist schon mal gut. Hier so vom Anfangsteil weiß ich noch ein paar Sachen, aber ich denke, allerspätestens ab nächster Folge weiß ich nicht mehr wirklich, wie es weitergeht. Da müssen wir dann alle zusammen selbst mal schauen. Denn ich bin bei dem Spiel ehrlich gesagt nie so wirklich weit gekommen. Und... Hier passiert anscheinend noch nichts. Okay, haben wir hier
sonst noch irgendwas, worum wir uns kümmern können? Da waren wir schon. Nein? Okay, dann. Da. Dann gehen wir mal wieder raus. Und wir sind also jetzt auf dieser Forschungsstation und irgendwas, das hat man ja in diesem kleinen Film am Anfang gesehen, ist wohl passiert. Vielleicht, ich habe die Vermutung, dass vielleicht hier irgendwie ein Virus oder so, vielleicht ausgebrochen ist und sie daran gestorben ist oder verletzt worden ist oder so. Andererseits scheinen ja auch diese Roboter irgendwie was... Können wir hier rein? Nein. Hallo? Nein? Ich dachte, das ginge. Doch! Ha! Haha! Das Spiel läuft auch ein bisschen stockend manchmal. Das liegt daran, dass es eigentlich für Windows XP gedacht ist. Und wir spielen hier schon einige Versionen weiter von Windows. Also, ja. Und offene Tür und... Wir sind hier in diesem Raum und das sieht aus wie irgendwie ein Kontrollraum oder so, aber wir können hier anscheinend auch nichts machen. Wie kommen wir wieder zurück? Da. Und... Oh. 16. Januar. Letzte Woche wurden die neuen Big Brain Maschinen eingebaut. Wir können nun Informationen von fast jedem Punkt des Forschungsgebäudes abrufen. Um die Chipkarten wieder aufzuladen, muss man die Fragen am Kartenaufladgerät richtig beantworten. 22. Februar. Ein vollautomatischer Kontrollroboter wurde in das Empfangshaus eingebaut, der nun die Aufgabe des alten Pförtners übernehmen soll. Er überwacht nun auch die Stromversorgung. 25. Februar. Wieder einmal hat Professor Dr. Dümmler geschafft, das Stromkreislaufsystem mit ihren Experimenten zum Absturz zu bringen. Es hat fast 3 Stunden gedauert, bis alles wieder lief. Die Roboter konnten durch ihren Notstromkreislauf weiterarbeiten. Es war unheimlich, alles war still, nur die Roboter liefen noch. Okay, also anscheinend haben wir hier auch irgendwas mit Robotern zu tun. Irgendwie umblättern können wir hier, aber nicht, ne? Nee, wir haben nur die eine Seite. Okay, also das Spiel von den Wissensbereichen in VODs abdeckt. Moment, ich schaue hier gerade nochmal nach. Geht es um Genetik, Zellbiologie, Menschenkunde, ich nehme an, das ist Humanbiologie oder so, Botanik und Zoologie. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie weit wir kommen, aber ich glaube, es wird ganz lustig werden, also hoffe ich zumindest. Und wir haben hier so eine, oh, und hier so Zeichen, okay, und ah, da können wir drauf drücken. Und wir haben ein Blatt. Wir haben noch ein Blatt. Und jetzt sind die anderen beiden Blätter wieder weg. Okay. Ah, es ist Memory. Die beiden gehören zusammen. So viel Freude für so eine kleine Entdeckung. Es ist Memory, okay? Haha. Seht ihr mal, da musste ich die Lösung noch gar nicht googeln. Ist das schön? Und wir haben einen Schalter. Und wir haben hier so ein Ding, was irgendwie ein bisschen krass aussieht. Okay. Plasma. Gut. Sonst können wir da nichts machen. Okay, gut. Also sollte es in dem Spiel ganz schwierig werden, habe ich mir schon Unterstützung von meiner besten Freundin zugesichert, die Bio studiert. Also die würde mir dann helfen. Allerdings
habe ich die Hoffnung, dass ich es ohne ihre Hilfe schaffe, weil dieses Spiel ab 9 Jahre ist und so leicht peinlich wäre es schon, wenn man das Spiel für die 9-Jährigen nicht spielen kann, aber ja. Wir probieren das jetzt und da kommen wir gerade raus, da kommen wir auch gerade her und wir haben jetzt hier, das sieht auch wirklich, hier können wir da, das sieht ein bisschen düster aus da oben, aber okay, wir können da nicht lang. Hier haben wir noch mehr Türen. Fangen wir mal eine nach der anderen an. Ah, wie dieses Spiel mit einer rasenden Geschwindigkeit durchläuft. Aha. Und wir haben hier sowas, das sieht so ein bisschen aus wie ein Alien-Kopf mit irgendwie Bildschirm als Mund. Und Memory, okay. Das ist irgendwie ein Automat. Und hier haben wir ein Bild von irgendwas. Und hier kommen wir... Ah, doch. Ah, genau, ich erinnere mich. Diese Karten braucht man, das war ja auch eben in dem kleinen Text, den wir gelesen haben, um ein paar der Türen aufzumachen. Die wird wahrscheinlich aber jetzt noch nicht... Dann können wir den Kühlschrank aufmachen. Können wir hier überhaupt Nee. Wir können nur nach links oder nach rechts. Und dann machen wir hier. Können wir da gar nichts machen? Nee. Ich weiß ja nicht, vielleicht hätte man das Plasma da reinsetzen können. Ich denke, bei den anderen Sachen ist es eher Schwachsinn. Also... Oder die Karte? Können wir die Karte irgendwo... Nee. Ich denke, Streichhölzer macht eigentlich keinen Sinn, weil... Ja, wir wollen das ja nicht anzünden, also... Und hier. Oh, es lädt. Das heißt, irgendwas muss dieses Ding machen können. Dieses... Oh! Hier, hier kann man sich belehren lassen. Also hier kann man lernen, was man machen will. Alles klar. Ah, okay, und jetzt sind wir wieder zurück. Das scheint also so eine Art Informationsquelle zu sein, die wir nutzen können. Also, dass man Schimmel nicht essen darf, hätte ich jetzt vorher beinahe schon vermutet. Also nur fast, aber ja. Ich hätte es vielleicht jetzt nicht von selbst, wäre nicht von selbst drauf gekommen, aber vielleicht, wenn ich so Multiple Choice mehrere Antworten gehabt hätte, vielleicht hätte ich das dann gerade noch so hinbekommen. Keine Ahnung. Ja, die anderen beiden Türen, da können wir nicht hin. Wir haben hier diesen, wir können irgendwie auf die Decke gucken. Also hier sind irgendwie wie so Luken über den Türen und können wir gucken, ob was im Mülleimer ist? Nein. Okay, dann gehen wir mal wieder nach draußen. Und wir sind wieder hier. Ich glaube aber, die Tür... Nee. Vielleicht ein X-Schlüssel? Nein. Hier können wir so noch nichts machen. Ja. Yay, wir steigen in den Gulli. Wir müssen ziemlich dünn sein, wenn wir da durchpassen, oder? Ich weiß nicht, es sah gerade eher dünn aus. Und wir können hier aber nicht hergehen.
Okay. Oh mein Gott, dieses Spiel muss schon ab und zu laden. Also dafür, dass jetzt nicht die Grafik so extrem der Hammer ist, aber okay. Ich gehe hier nochmal rauf, weil irgendwie das Einzige. Können wir da was machen? Nein. Vielleicht ging das mal elektrisch und jetzt muss man selber kurbeln. Was mir jetzt einfällt, was wir eben gemacht haben, wäre vielleicht hier nochmal zu drücken. Da passiert aber auch immer noch nichts. Ups. Treten wir mal wieder nach draußen. Ja. Können wir hier irgendwas finden? Nein. Hier liegt auch nichts rum, was wir irgendwie mitnehmen können. Ich gehe nochmal hier runter. Aber ich kann hier immer noch nicht hergehen. Und ich kann mich auch sonst nicht großartig hier drin bewegen. Okay, also es sah für mich gar nicht so dunkel aus, deswegen wundert euch das jetzt. Das war jetzt nur ein Augenblickimpuls. Weil ich wusste noch, dass man durch den Gully kann, aber ich wusste nicht mehr, da kommen wir. Oh, es ist auch schön hier unten, wirklich. Sehr pittoresk, sehr nett, sehr hübsch eingerichtet. Können wir. Ups. Können wir die Schaufel mitnehmen? Nee, da auch nichts. Können wir da. Oh, schönes Quietschen. Und da können wir wieder rein. Okay. Das sieht sehr fancy aus. Da kommen wir her. Das ist so eine Art. Das ist ein Spiegel, oder? Können wir mit dem Eimer Wasser mitnehmen? Sieht nicht danach aus. Ich nehme mal an, dass das da irgendwas mit Energiequelle zu tun hat. Ach nee, da kamen wir gerade her. Dann gucken wir doch mal hier. Oh, und da ist ein Roboter. Ich bin mal gespannt. Also so wie die Wissenschaftlerin, hatte die eigentlich einen Namen, diese Wissenschaftlerin? Ich glaube nicht. Wir können sie ja einfach mal irgendwie Herr Bertha nennen oder Luisa oder Kimberly, wie auch immer. Sagt mir, wie die Wissenschaftlerin heißen soll. Jedenfalls, so wie die das dargestellt hat, schien die eher krank zu sein. Aber jetzt sind hier überall irgendwie das Augenmerk eher auf den Robotern. Und können wir hier am Hebel ziehen? Können wir hier. Ach nee, das ist kein Spiegel, das ist ein Fenster, das wir hier sehen. Keine Ahnung. Ah! Guck mal. Es geht doch. Und jetzt? Ah. Es hört sich vielversprechend an. Hier können wir sonst. Oh! Ah, wir
wir haben jetzt bestimmt Strom oder so, ne? Aha, aha. Und hier ist aber nix. Hallo? Ich dachte gerade, wir wären eingeschlossen. So klitzekleinen Schreck bekommen. Aber nein, es scheint alles gut zu sein. Also die Steuerung muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Ja. Ist es jetzt, wie das aussehen soll? Wäre so bei mir die Frage, oder müssen wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ich glaube, wir belassen es erstmal dabei. Wir können ja immer noch zurückkommen, wenn wir doch etwas anderes hätten machen sollen. Aber ich finde, für den Anfang ist das gar nicht so verkehrt. Ja. Ich finde das übrigens schön, dass wir hier irgendwo, wo die Seuche ausgebrochen ist, so durch dieses schleimige grüne Wasser warten. Das ist bestimmt sehr gut für uns. Aha. Okay. Und das Tor da hinten ist noch nicht offen. Gehen dann jetzt die Gerätschaften, die wir drin hatten. Kann man denn jetzt mit denen irgendwas anfangen? Jetzt, wo sie ja vielleicht Strom haben könnten. Ha! Oh! Das ist ein Raum mit einer Maschine, die so ein bisschen aussieht wie ein Pokémon. Okay. Oh! Da ist die gute Herberta. Die liegt irgendwo, sieht vielleicht aus wie eine Küche oder so. Liegt aber schon mal jetzt nicht komplett, aber so ein bisschen in der stabilen Seitenlage. Also eigentlich gar nicht, aber ja. Der Kopf liegt auf der Seite. Okay. Also irgendwo, wo so grau... Ach, guck, da ist der Raum, da waren wir eben drin. Ah, super, Empfang. Das weiß ich nicht, was das sein soll. Das sieht hier aus wie so eine Liege. Vielleicht ist das irgendwie auch ein Versuchslabor oder so. Das sieht auch irgendwie aus wie ein Durchgang, könnte das vielleicht sein. Da ist noch jemand. Bewegen tut er sich aber nicht, ne? Vielleicht ist es ein Roboter. Er hängt zumindest an so einer Art Strom und... Okay. Irgendwas ist da. Wie so ein Chemielabor vielleicht auch. Oh! Noch jemand, dem wir einen Namen geben müssen. Das waren die Forscher, die vor uns da waren. Nennen wir ihn Bob. Einfach weil... Warum sollte er nicht Bob heißen? Okay, ich glaube, das ist alles, was wir da erstmal gesehen haben. Also wir sehen, unsere Forscherin liegt irgendwo, wo es gefliest ist. Hier zum Beispiel ist es auch gefliest, also das gibt uns jetzt nicht so irre viel Information. So. Können wir jetzt hier irgendwas machen? Nee. Können wir hier jetzt die Karte reinstecken? Ja! Oh! Wie tief können Blauwale tauchen? Ich würde sagen, 180 Meter kommt mir schon viel vor. Ich meine, Tiefseefische sind die nicht, aber dann kommt es mir vor, weil die anderen irgendwie so viel tiefer sind. Das ist bestimmt falsch, oder? Ja. Nee. Vielleicht war das dumm. Okay.
Können wir nochmal von vorne anfangen? Ah, es heißt noch drin. Ups. Bei welchen Erkrankungen helfen Antibiotika? Erbkrankheiten, bakterielle Erkrankheiten, Liebeskummer. Bakterielle Erkrankungen, es sei denn, man war verliebt in eine Bakterie. Yay. Wie heißt die längste Schlange der Welt? Klapperschlange, Netzpython, Boa. Also Klapperschlange ist es nicht. Netzpython? Oder? Ja! Ha! Haha! Hahaha! Ha, ha. Wir haben schon zwei. In welche Art von Energie wird bei der Photosynthese die Lichtenergie umgewandelt? Chemische Energie, mechanische Energie, elektrische Energie. Ja. Mechanische Energie ist es nicht. Es gibt sowohl elektrische Energie, die entsteht, als auch chemische Energie, die entsteht. Also ATP selbst. Ist das chemisch oder? Ich gehe mal mit. Ich glaube, das meiste ist chemisch. Ja, okay. Haha, haha. Wir sind gar nicht so dumm, wie wir dachten. Das ist doch schön. Wie nennt man Blutgefäße, die vom Herz wegführen? Oh, sind es die Venen oder die Arterien, die vom Herz wegführen? Ich glaube, die Arterien führen vom Herz weg. Das könnte ich aber auch falsch haben. Doch! Ha! Haha! Haha! Wie lange müssen wir das eigentlich machen, bis es voll ist? Was geschieht während der Prophase? Die Chromosomen werden der Länge nach getrennt, die Chromosomen werden kürzer und dicker. Der Zellkern verdoppelt sich. Ich glaube, die Prophase war noch relativ am Anfang. Also würde ich sagen, die Chromosomen rollen sich so zusammen. Ja! Ha! Ha, 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 ha. Das ist doch nett. Ach, guck mal, wir haben jetzt schon... Ah, also 5 scheint so die Obergrenze zu haben, die wir haben. Super. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Können wir hier... Da können wir immer noch nichts machen. Gut, dieses komische Ding, ich hab's versucht mit dir, dann halt nicht. Ja, also... Ah, warte, können wir an den Kühlschrank? Oh, es wäre einfacher, wenn man einfach... Oh, diese Steuerung. Wenn man einfach sich so normal drehen könnte. Können wir da... Nee. Also diese ganzen Pirouettendreherei umsonst auch noch. Na gut. Da können wir immer noch nicht. Da können wir immer noch nicht. Das wäre auch eigentlich unlogisch, warum das mit dem Strom auf einmal anders werden sollte. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Können wir hier mit unserem aufgeladenen Ding? Nee. Okay. Dann probieren wir nochmal den Hebel, den wir immer probieren, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Meinen absoluten Lieblingshebel. Dann schleichen wir nochmal hier hoch. Ach, und guck mal, das Licht brennt. Das Licht brennt. Das war vorher aus. Oh, hoffentlich ist der Roboter jetzt nicht am Leben. Am Leben? Aktiv. Das meinte ich. Ha! Nur weil es zweimal falsch war, heißt es nicht, dass es beim dritten Mal auch falsch sein muss. Okay. Hallo, ich will doch da kurbeln. Ach da, ja. So, hat sich jetzt irgendwas verändert? Ja! Seht euch das mal an.
Das Tor ist es offen. Dann würde ich mal sagen, an dieser freudigen Note, dann beende ich die Folge mal hier. Ihr habt gelernt, dass man Schimmel nicht essen darf irgendwie. Also wenn das keine wertvolle Erkenntnis ist, dann weiß ich es auch nicht. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!